Oh, es geht wieder zurück nach Greenhill. Ich habe versagt. Und dann hat Dr. Eggmans Monster Sonic erwischt. Unseren Sonic, meine ich. Aber jetzt bist du hier. Als ob die Welt einen Sonic braucht. Irgendein, um in Valos zu bleiben. Wisst ihr, das ist lustig. Das kommt mir fast so vor, wie alle anderen bauen eine Revolte auf und Sonic und Tails spielt mit kaputten Robotern und seinem imaginären Sonic-Freund. Ungefähr so. Wenn wir Dr. Eggman besiegen, ist der Krieg vorbei. Und wenn wir das Geheimnis seiner Macht lüften, kommst du vielleicht wieder nach Hause. Hey, der Sensor hat Dr. Eggman aufgespürt. Schnell! Wuhu. Die erste Classic Stage, die sie gezeigt hatten in den Trailern. Aus dieser Richtung. Hier ist alles noch einigermaßen intakt. Aber der Feind ist bestimmt hier. Sei auf der Hut, Sonic. Ich merke gerade, das Interface oben rechts bei den Ringen, das zappelt ganz schön mit. Ich wäre jetzt gesprungen. Wofür war da ein Bumper? Was? Wieso kann ich denn nicht hier drauf springen? Doch kann ich. Also wofür ist das Ding da? Wussten die, dass das Spiel Input Lag hat? Ups. Das ist eins von den Spielen, wo man schwört, man hat die Taste gedrückt und nichts passiert. Und zwar oft. By the way, was ich habe, ist eine PlayStation 4 Pro, ne? Sollte das Spiel bei mir also unfassbar flüssig laufen, liegt es daran. Denn ich habe den Boost-Modus aktiv. Netter Touch ist. Ja, okay. Na, komme ich nicht mehr hoch, schön. Seltsam. Da drüben ist eine Wüste. Das ist doch Green Hill, oder? Irgendwas stimmt nicht. No shit. Okay, ich habe den Boost-Modus drin, aber der ist für dieses Spiel offenbar nicht enabled. Mein Gott, was? Wo kam der mit dem Beschuss denn her? Die Kamera ist an manchen Stellen ein bisschen zu nah dran, oder die Stage ist vielleicht zu klobig. Jetzt geht's endlich weiter nach zigmal X drücken. Ein SOS aus der Prison Hall. Na dann, machen wir's mal. Hör zu, Rekrut. Unsere anderen Truppen sind mit Feinden beschäftigt. Scheint, du hast die beste Route gewählt. Jetzt liegt es an dir, Sonic zu retten. Finde ihn.
Ah ja, ein Avatar mit dem Shadow-Kostüm. Diesmal grillig mir die ganze rote Ringkacke, aber... Okay, mach halt nicht. Das ist ein vorgefertigter Extra mit Shadow-Stimme. Also ich habe das schon geahnt, dass eine von den Stimmen mehr nach Shadow klingt. Hier drin ist auch nicht. Oh nein. Moment mal, sind das Missionen, wo ich nicht sterben darf? Da darf ich nicht sterben, alles klar. Versus Dr. Eggman. Ist die Beseitigung der Phantomrubin-Prototypen abgeschlossen. Es war ein fehlerhaftes Modell. Es konnte nur die DNA des Aktivierenden aufzeichnen. Nur ein Wesen meiner Stärke könnte es jemals aktivieren. Das ist jetzt egal. Das Labor im Mystic Jungle ist abgesperrt. Übrigens, bist du dort nicht Sonic begegnet, nachdem er entkommen ist? Ja, aber er konnte gegen mich nicht standhalten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Du hast die Igel leben lassen? Das ist ein sehr guter Grund zur Sorge. Für dich vielleicht. Er besiegt dich seit Jahren immer wieder. Ich habe ihn beim ersten Versuch überwältigt. Phantomrubin-Prototypen? Und Sonic lebt? Was ist denn? Nichts. Wir fahren fort wie geplant. Natürlich. Unser Plan wird den Widerstand vollständig auslöschen. Und aus der Asche der Welt wird sich das glorreiche Eggman Empire erheben. Und der Widerstand wird sich der Macht des Phantomrubins beugen. Alle werden unterworfen. Sag mir, Eggie, wo hast du denn den Dreamcast gelassen? Was? Du? Oh! Dafür habe ich keine Zeit. Hey, die will ich auch hochspringen können. Das übertrifft sogar meine Erwartungen. Ha, mein Genie ist wahrlich beeindruckend. Das heißt nur, dass du dich verrechnet hast. Das sehe ich als Misserfolg. Erwartungen zu übertreffen ist der ultimative Erfolg. Das musst du verstehen. Ja. Das mit der Säge war ein lustiges kleines Easter Egg, aber. Okay, Easter Egg war nicht mal. Okay, ich bin gestorben, weil ich hatte keinen Ring mehr eingesammelt. Wisst ihr, komisch das ist bei solchen Sequenzen, die Starttaste vom PlayStation Controller rücken zu wollen und dann hat man nur noch diesen komischen Touchpad? Das heißt nur, dass du dich verrechnet hast. Das sehe ich als Misserfolg. Erwartungen zu übertreffen ist der ultimative Erfolg. Das musst du nicht verstehen. Man hört so ein bisschen raus, dass es dem Sprecher von Eggman schon gar nicht mehr so gut geht. Denn. Der deutsche Sprecher, den man hier hört, ist tot. Noch vor Release des Spiels gestorben. Hat's weh getan. Für einen Mini-Sonic aus einer anderen Dimension bist du ganz schön frech. Aber der Egg-Dragoon hat nur 10% seiner Kampfstärke verloren. Du lügst! Das wird sich bald herausstellen. Ja.
Der Drop Dash hilft dir ganz schön. Es wäre keine Herausforderung, dich hier zu vernichten. Früher oder später ist der ganze Widerstand dran. Warte nur. Er hat Worten Scheiße, er hat mich platt gemacht. Testix Sonic hat einen Boss aus einem der schwereren 3D-Sonics platt gemacht. Der an sich damals mit dem Wilhawk gar nicht so schwer war, aber ich weiche. Oh, ein Tails-Shirt. Nice. Ihr kämpft, als hättet ihr eine Chance auf den Sieg. Wie niedlich. Da tut es mir ja fast leid, dass dies wohl das letzte Tänzchen dieser Art sein wird. In nur 3 Tagen wird mein genialer Plan euch Nervensägen komplett auslöschen. Moment, 3 Tage? Und welcher Plan? Ich möchte die Überraschung nicht verderben. Wie sagt man so schön? Die Erwartung des Endes ist schlimmer als das Ende selbst. Na, vielleicht nicht in diesem Fall. Ja, man hört schon, dass es, dass ihm langsam die Puste ausgeht. Dem Sprecher, nicht Eggman. Na gut, Park irgendwie würde ich jetzt gerne hingehen, aber ist ein SOS. Sonic. Also man kann auch Tierkapseln aufmachen, geil. Fuck! Anis. Interface zappelt, wenn man Schaden frisst. Zack. Man muss peinlich genau sein mit Classic Sonic, wenn man hier überleben will. Dabei sieht Classic Sonic's Green Hill Zone auch noch besser aus als die von Modern Sonic. Wie schaffe ich es immer, das Ding zu überspringen? Da drüben ist eine Wüste. Das ist doch Green Hill, oder? Irgendwas stimmt nicht. Der hat sowohl war Tails. Da stimmt echt was nicht. Abgekürzt, ja. Retter des Rechts. Das war jetzt doch. Das war absichtlich eine Anspielung, oder? Ja, ja, klar, Monocle. Ja, jetzt aber zurück zur nächsten Episode. Park Avenue. Dr. Eggmans Armee ist durchgebrochen. Sie sind in der Stadt. Wir müssen die Leute dort rausholen. Wen können wir schicken? Sonic und Silver müssen sich erholen. Wir sind mit dem Feind in Seaside Hill beschäftigt. Wir haben niemanden übrig. Oh nein, Seaside Hill ist auch hier? Die 8. Einheit hier. Wir sind unter feindlichem Beschuss festgenagelt. Puh, da habe ich wohl keine Wahl. Okay, Rekrut.
Ich habe eine Aufgabe für dich. Kehre in die Stadt zurück und rette die Zivilisten. Jeppa. Die Stage ist nicht lang, das weiß ich. Wir sind mit Feinden beschäftigt und können nicht nach Zivilisten suchen. Wir stecken mitten im Kampf und können auch nicht helfen. Du bist unsere letzte Hoffnung, Rekrut. Die Rettung liegt in deinen Händen. Wisst ihr, ich würde furchtbar gern wesentlich mehr von dieser Stage erkunden, aber ich glaube, ich kann sowieso nicht. Das sind Riff-Eck-Roboter. Werden die jetzt in Serie gefertigt? Oh je, das ist nicht gut. Das könnte für die Rekruten zu viel werden. Wir können sie nicht einfach ignorieren. Kein Problem für dich, oder Rekrut? Okay, was ist der Asteroid und warum kann ich ihn nicht benutzen? Muss ich ein bestimmtes Gerät dafür ausgerüstet haben oder was? Ja, Tatsache, ich brauche wahrscheinlich ein ganz anderes Gerät dafür. Also habe ich nicht nur Accessoires freigeschaltet. Hoffentlich. Das muss man auch erstmal wissen. Gute Arbeit. Sehr beeindruckend. Das ist nice, denke ich. Wir haben die feindlichen Linien durchbrochen. Die Rettung ist im Gange. Der Fluchtweg ist gesichert, also kommen alle sicher raus. Dank des Rekruten wendet sich das Blatt langsam. Lasst uns so weitermachen. Ich finde es ja cool, dass der Rekrut eine gewisse Wichtigkeit bekommt und dass er dieses komische Gerät hat, mit dem er Wiz kreativer einsetzen kann. Es stört mich aber ganz gewaltig, dass ein Gerät nicht alles kann. Je nach Situation. Wow. Wie soll ich denn darauf reagieren? Egal. Sonic-Spiele sind sowieso darum, das Level-Design auswendig zu lernen. Solange sie nur abgesehen vom Asteroid, wo es keine weiteren zurückbringen von Sonic Lost World, die waren alle scheiße genug. Boah, ich denke, Hawker. Nachricht von der Basis. Der Feind flüchtet. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. Ich denke mal, Adler wäre ein sehr brauchbarer Wisp hier. Mit diesen Geräten bestimmt toll einsetzbar. Man kriegt so viel Zeug! Moment. Excalibur Sonic Schuhe? Das war beeindruckend. Aber es gibt noch viel zu tun. Großartig. Ich wusste, dass du es schaffst, wenn du nur an dich glaubst. Nicht schlecht. Aber wie sehe ich denn aus, wenn du im Rampenlicht stehst? Casino. Moment mal, so ein Modern Sonic, ne? Und das mit diesen SOS-Missionen ist eine nette Idee. Ich hätte jetzt einfach nur X gedrückt. Viereck meine ich. Wenn man gewisse Dinge vorher weiß, da wollte ich nicht landen, aber egal. Wow, wow, also sind die Level echt so klein oder warum sind so viele rote Ringe hier so verteilt? Was bringen diese Dinger? Es wird mir immer noch nicht gesagt.
Ich meine, wenn ihr das jetzt seht, habe ich noch keine Kommentare gelesen, weil es immer noch die allererste Aufnahme von diesem Spiel ist, aber trotzdem. Ich würde mit Sonic gerne wieder driften können. Jetzt kommt jetzt noch Quicktime Event. Ich glaube nicht, dass wir daran kampflos vorbeikommen. Das wirst du so was von bereuen. Diese alte Kugel ist ein Schlecht. Also wirklich für allen Scheiß was. Aber für allen Scheiß. Ich denke mal, die roten Ringe sind wirklich nur zum Freischalten von Avatar-Zeug. Wo war ich? Casino Forest. Ich kann's nicht glauben! Sonic lebt! Wenn für mich nie wieder ein Wunsch wahr wird, was das wert? Hm. Los, wir müssen ihn finden und ihm von Dr. Eggmans Plan berichten, was immer sein Plan ist. Also du weißt im Grunde genommen sowieso nichts Genaues, aber ja, egal. Dr. Eggman hat erwähnt, Sonic sei im Mystic Jungle gewesen. Gewesen, da sind wir nicht mehr. Tails hängt so hinterher. Sollte Sonic hier sein. Komisch, dich um Hilfe bei der Suche nach Sonic zu bitten. Aber wir brauchen dich. Nice. Pingisch! 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 Ne? Pingisch! Ich will da oben rein. Pingisch! 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 Hey, das sieht lustig. Pingisch. Aber wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen uns... Pingisch! Pingisch! Weil... Pingisch! Wir haben jede Menge Zeit für Spiele, Tails. Pingisch! Pingisch! Sonic ist eh nicht hier. Pingisch! Na? Ich komm da nicht rein. Die Dinger bumpen mich ganz schön widerborstig weg. Geht doch. Und sogar Classic Icon. Ja, Moment, ich glaube, die sind alle aus Sonic Generations geborgt. Pingisch! 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 Vergib mir, wenn ich wieder Pingisch bin. Moment. Vergebt mir, wenn ich wieder Pingis benutze, aber... Pingis. Es geht hier nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Hier ist keine Spur von ihm. Vielleicht ist er weiter... Pingis. Das ist bestimmt das Casino gegen, weil er ja so ein Glücksspieler ist. Pingis. Wenn man es genau nimmt, sind sehr viele von solchen Aktionen einfach ein Glücksspiel. Bedenken, dass der Tote auf mich wartet. Pingisch! Ne. Nett vom Spiel. Pingisch! 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 Ich will voran! Pingisch! Danke. Ey, wie unnatürlich. Der landet uns sofort auf Geschwindigkeit.
Das sieht allerdings komisch aus. Warum sind hier so viele Ringe? Er muss hier in der Nähe sein. Sonic würde nicht lange stillhalten. Klar würde Sonic nicht lange stillhalten. So viel Zeug! Extra Flugkapsel. Nein. Aber wisst ihr was? Ich habe erstmal genug von dem Spiel hier gespielt. Ich muss ja auch noch rendern. Also, das sehen wir beim nächsten Mal wieder. Die PC-Version hole ich mir auch. Mal gucken, was ich da finde.